Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mal wieder im Bikepark OE, aber nicht alleine, sondern mit dem Robert von Driftwood Vans. Was es damit auf sich hat, das klären wir später. Aber es geht heute um diesen VW Crafter. Den hat der Robert ausgebaut und den zeigen wir euch heute mal so ein bisschen, weil ihr wisst ja, ich bin ein bisschen Fan geworden von diesem ganzen Vanlife-Thema. Aber vorher, Robert, wer bist du denn überhaupt? Hi, mein Name ist Robert, ich bin Tischlermeister, komme aus Düsseldorf, habe mich 2021 selbstständig gemacht mit der Firma Driftwood Company. Ich baue Skier, Snowboards, Kunden individuell und das ist jetzt hier das erste Fahrzeug, was bei uns aus der Werkstatt kommt. Das wollen wir euch heute gerne vorstellen. Ich würde sagen, wir gehen mal direkt an das Objekt der Begierde. Ich glaube, das, was ja so besonders ist an dem Van, ist, dass er ja praktisch von außen kaum als Camper zu erkennen ist. Und das ist ja auch so gewollt, ne? Ja, das ist mit Absicht so gemacht worden, damit man mit dem Auto, ihr wisst das ja selber alle, ganz gerne mal auch irgendwo steht, wo man eigentlich nicht stehen darf. Wenn es irgendwie ein langer Sporttag gewesen ist und man zu schwach ist, um weiterzufahren. Oder es geht halt auch darum, die Werte, die in dem Fahrzeug drin sind, ein Stück weit geschützt zu haben und unauffällig zu transportieren. Also da passen bis zu 3 Bikes in das Fahrzeug rein. Da wisst ihr alle, was dann da an Werten in dem Fahrzeug drin sind. Ne? Total. Ich kenne das Gefühl aus unserem Trip, wenn man mal irgendwie abends essen gegangen ist und das Auto stand noch auf dem Parkplatz. Und da, also, das ist schon schöner, wenn es so ein bisschen Understatement ist, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn es schön aussieht, wenn das Auto pompös von außen aussieht. Aber ich finde, so ein bisschen Understatement ist da vielleicht gar nicht so verkehrt. Von außen gibt es dementsprechend eigentlich gar nicht so viel zu zeigen, oder? Nee, eigentlich nicht. Wir können ja von mir aus einmal ums Auto rumgehen. Ja, aber wir gehen nicht so viel zu sehen gibt es da tatsächlich nicht. Wir gehen einmal von außen rum. Also ihr seht tatsächlich, es sieht aus wie ein ganz normaler VW Crafter. Das Einzige, woran man jetzt vielleicht erkennen könnte, dass es ein Camper ist, ist das eine Fenster, wobei das nicht mal so wirklich, sondern eher, wenn man sie da oben als Solarpanels erkennt, dann könnte man sagen, okay, das ist ein Camper, aber könnte auch ein Werkstattwagen sein, der einen hohen Energiebedarf hat, weil halt irgendwie vor Ort off-grid-mäßig gearbeitet werden muss. Ah, gibt's sowas? Sowas gibt's auch, ja. Okay. Von hinten tatsächlich ist es auch einfach VW Crafter typisch. Okay Leute, wir machen einmal die Heckgarage auf. Dann seht ihr auch schon ein bisschen was, aber noch nicht ganz so viel. Also da wartet noch ein bisschen mehr von Inneneinrichtung auf euch. Wie ihr seht, ihr wisst ja, unser Van-Trip. Da konnten wir das leider nicht so machen. Mir war es wichtig, dass bei dem Schwerlastauszug bzw. bei der Nutzung der Heckgarage man nicht jedes Mal da in die Heckgarage selber reinkrabbeln muss. Demnach war es relativ naheliegend, dass man dann einfach die gesamte Staufläche aus der Heckgarage vollständig ausziehen kann. Das ist ein Schwerlastauszug, der ist 1,84 Meter lang, trägt 250 Kilo, ist jetzt noch nicht weiter individualisiert. Das Fahrzeug werden wir am Ende des Videos noch mal näher darauf eingehen, steht zum Verkauf. Deswegen habe ich jetzt meine persönlichen Klamotten ja doch eher hier etwas provisorisch in dem Schwerlastauszug verstaut. Eigentlich ist geplant und es ist auch Platz für 3 Fahrräder hier in dem Fahrzeug, die dann logischerweise auf einem Steckachshalter hier befestigt werden. Gleichzeitig war es mir halt auch wichtig, wenn man das Fahrzeug zum Mountainbiken benutzt, dass die Fahrräder, bevor sie wieder zurück ins Fahrzeug kommen, nach einem regnerischen oder nach einem schlammigen Tag auch vernünftig gereinigt werden können. Dafür sieht man dann hier die Klappen, das ist die Befüllung für den Wassertank. Hier ist die Wasserentnahme hinter, hier unten haben wir eine Steckdose. Da kann man dann relativ einfach mit wenig Aufwand hier den Hochdruckreiniger anschließen, sich hier einen Bikeständer hinterm Fahrzeug aufbauen und dann sein Fahrzeug, wie man es gewohnt ist, sein Fahrrad, wie gewohnt ist, sauber zu machen. Hier hinter der gelochten Wand versteckt sich der Wassertank. Also hier auf der rechten Seite ist Wasser und Wasserinstallation. Vorne in dem offenen Fach ist ein 16 Liter Boiler drin, der uns mit ausreichend heißem Wasser versorgt, wenn man nach einem anstrengenden und verschwitzten Tag duschen möchte. Natürlich auch in
in der Küche jederzeit zu nutzen, wenn da abgespült werden muss. Man kann hier neben dem Hochdruckreiniger natürlich auch ganz normal einen Gardena-Schlauch anschließen. Der liegt dort in der Ecke. Da kommt auch noch eine entsprechende Halterung dort in die Nische, dass man da den Schlauch vernünftig verstauen kann. Wie viel Liter hat der Wassertank? 150 Liter passen da rein. 150 Liter. Wie lange kommst du damit ungefähr auf? Ich bin jetzt vergangene Woche mit dem Fahrzeug das erste Mal testweise zu einem 5-tägigen Biketrip unterwegs gewesen und habe das Wasser täglich zum Duschen benutzt, zum Abwaschen, zum Kochen, zum Saubermachen der Fahrräder und ich bin gut die 5 Tage mit dem Wasser hingekommen. In dem Auto ist auch eine Fußbodenheizung von Ebersbecher verbaut. Das ist das Fach dort vorne. Da ist der Heizkreisverteiler, wie man den halt auch von der Haustechnik kennt, verbaut. Fußbodenheizkreislauf wird, wie ich gerade schon gesagt habe, über einen Brenner von Ebersbecher mit 5,3 kW befeuert. Hier sind 4 Heizkreisläufe in dem Fahrzeug verbaut. Einmal der Bodenkreislauf, dann jeweils 2 separate Kreisläufe zu den Helios-Wärmetauschern, die als Booster fungieren. Das bedeutet, wenn man mit dem Fahrzeug irgendwo längere Zeit steht, das ausgekühlt ist, dauert natürlich der Fußbodenkreislauf relativ lange, bis der auf Temperatur gekommen ist. Das weiß jeder, der sich mit Fußbodenheizungen auskennt, dass das ein relativ träges System ist. Und dem entgegenwirken zu können, sind halt diese Helios-Wärmetauscher verbaut, die relativ schnell wie eine Warmluftheizung dann das Fahrzeug von innen auf Temperatur bringen. Vor dem Heizkreis bzw. neben dem Fußbodenheizungsfach ist das Elektrofach angesiedelt. Da sind 2x200 Amperestunden Lithium-Ionen-Akkus drin. Das ist die Arctic-Version von Inlium. Somit ist es möglich, die Batterien auch, ich glaube, wenn ich mich nicht sehr täusche, bis minus 20 Grad halt laden zu können. Vor dem Elektrofach ist noch das Gasfach verbaut. Da ist eine 11-Kilo-Flasche drin verbaut mit einem Sicherheitsventil von Caramac. Das bedeutet, man kann die Gasflasche auch während der Fahrt auflassen. Das vergisst man ja ganz gerne mal, gerade wenn man irgendwie täglich die Destination wechselt. Das kommt ja auf einem Bike durchaus mal vor. Ja, so viel zum Thema Heckgarage. So, mir ist gerade schon eine Sache direkt aufgefallen. Im Urlaub saß ich extrem oft vor dem Van unter der Markise und hatte immer unsere Akkubox mit draußen, weil sowas nicht da war. Das heißt, eine extra Steckdose für draußen. Das hat auf jeden Fall gefehlt. Da hat der Robert ein bisschen mitgebracht, ne? Ja, ich hatte auch oft öfters mal das Problem, dass ich Strom außerhalb des Autos gebraucht habe. Und genau deswegen ist hier eine Steckdose und hinten im Heck. Ja, voll. So, es geht rein. Robert, ich folge dir einfach unauffällig mit der Kamera jetzt. Also das Plattenmaterial ist das Trägermaterial von dem Plattenwerkstoff ist Queenplay. Hier vorne sieht man Eiche-Echtholz furniert, um hier einen kleinen farblichen Kontrast halt in das Fahrzeug reinzubekommen. Der Hauptwerkstoff, der hier verbaut ist, ist auch Queenplay, allerdings mit einer Phoenix-Beschichtung in dem Farbton Como Verde. Also hier vorne sieht man als erstes die Dinette, wie man es halt eigentlich kennt. Das ist jetzt kein komplett neuer Grundriss. Hinterm Fahrersitz die Dinette. Ja, hier vorne halt kleiner Essbereich, kleiner Arbeitsplatz. Hier vorne in dem Sitzbock hat man auch nochmal Storage. Da wisst ihr ja, kann man nicht mehr als genug haben. Dann hier vorne hat man dann auch nochmal einen doppelten Hängeschrank, wo jede Menge reinpasst. Ihr seht, wenn man die Klappen aufmacht, geht hier direkt Licht in den Schränken an, dass man hier auch nicht im Dunkeln wühlen muss. Ich demonstriere euch das einfach mal. Die Scharniere sind auch Softclose, wie man es kennt und heute eigentlich auch Standard ist. Hier kommen wir jetzt auch schon in die Küche. Wenn man besonders viel zu arbeiten hat, kann man hier auch nochmal die Arbeitsplatte verlängern. Hier haben wir von Tedward den Triplex Dreiflammenherd mit Backofen. Finde ich auch sehr wichtig, gerade für Leute, die mit dem Fahrzeug langfristig im Ausland unterwegs sind, werden das zu schätzen wissen, wenn sie sich dann selber mal ein Brot backen können. Und das läuft über Gas? Genau. Das ist der einzige Gasverbraucher in dem Fahrzeug. Genau, also 3 Flammen Gasherd und unten der Backofen wird auch über Gas betrieben. Der Backofen hat neben seiner normalen Backofenfunktion auch noch eine sehr schöne und gut funktionierende Grillfunktion. Hier vorne nochmal ein kleines offenes Regal, da steht jetzt auch nichts drin. Das
kann man dann auch individualisieren für den endgültigen Fahrzeugbesitzer. Hier, wie man es von zu Hause aus kennt, schön großes Waschbecken, auch tief genug, dass man sich hier auch mal eben schnell die Haare waschen kann, wenn die Dusche besetzt werden soll oder man die Dusche nicht nass machen möchte. Nochmal hier zu den Staufächern. Hier ist auch große Schublade, auch viele Möglichkeiten, dann nachher die Töpfe hier mit entsprechenden Inneneinteilungen fest drin zu verstauen. Aber da das alles noch nicht final ist, auch hier erstmal nur so die Nutzung. Kühlschrank ist hier von Dometic, der CAX 110 verbaut. Da dachte ich mir auch, dass bei einem Sportkonzept doch ein größerer Kühlschrank für viele kühle Getränke und auch an heißen Sommertagen mal ein Eis erforderlich ist. Das war es jetzt soweit erstmal zum Thema Küche. Dann Dusche hast du verbaut. Ja, hier ist auch eine Dusche verbaut, weil Sport und Schwitzen, da duscht man doch dann auch im Idealfall gerne täglich. Dann kann man auch mal demonstrieren, dass hier ein großer Platz drin hat. Also klar ist das nicht der Komfort, den man von zu Hause gewöhnt ist, aber man kann sich hier wunderbar drin duschen. Man hat genügend Platz, um sich einzuseifen. Wie groß bist du? Ich bin knapp 1,90. Selbst wenn man sich hier bücken möchte, um irgendwie die Beine und Füße zu waschen, sieht man, hat man hier halt auch mehr als genügend Platz. Hier oben hast du Abluft. Ja, genau. Hier oben ist die Abluft. Das rot leuchtende Teil, was ihr hier seht, ist der Bewegungsmelder. Heißt, man muss hier auch nicht dran denken, um jetzt den Energiehaushalt da nicht übermäßig zu strapazieren, das Licht ein- und auszuschalten, sondern das funktioniert hier einfach über Bewegungsmelder. Ja, wie ihr seht, ist es ein Längsschläfer. Die Matratze hat eine Grundfläche von 1,40 m x 2 m, wobei 1,40 m hier die Breite ist. Hier vorne seht ihr, habt ihr nochmal eine kleine Ecke, um euch dann nachts noch mal etwas mehr auszubreiten. Auch hier auf der gesamten Länge seht ihr, sind Hängeschränke in dem Fahrzeug verbaut, um halt möglichst viel Stauraum zu haben. Mein persönliches Highlight hier an dieser Schlaflösung ist die riesen Dachloko hier über dem Bett, weil an schönen Sommertagen oder in eindrucksvollen Sternenhimmelnächten macht man hier einfach die Dachluke auf. Und es ist, als ob man hier unter freiem Himmel schläft. Ja, ich finde es überraschend, wie viel Platz doch von hier nach oben ist. Das war mir auch sehr wichtig. Da haben wir uns lange und viele Gedanken drüber gemacht. Weil oftmals ist das in den Fahrzeugen, wo im Heck halt Fahrräder, Motocross-Maschinen stehen, doch eher so, dass man hier oben bis zum Dachhimmel dann irgendwie 30, 40 Zentimeter hat. Und gar nicht von. Du stößt dir immer den Kopf, wenn du aufstehst. Genau. Ja. Ja, da bin ich echt überrascht. Ich dachte nämlich eigentlich, als ich das erste Mal von dem Van gehört habe mit Heckgarage, dachte ich, boah, okay, wie viel Platz mag das hier wohl sein? Und auf den Fotos sah das tatsächlich gar nicht so groß aus. Ach krass. Aber jetzt in live merke ich den Unterschied gar nicht so sehr. Also aufrecht sitzen wird hier natürlich schwer, aber ja, aber man geht kann, schon. Aber man kann sitzen. Ja, genau. So. Und ich bin doch wahrscheinlich eher überdurchschnittlich groß. Ja, und also die Michi könnte hier eh easy sitzen. Meine Freundin, ich glaube, die ist 1,60 oder so. Ja. Also die hat kein Stress. Ja. Das heißt, du kannst das ganze Auto auch checken darüber, oder was? Ja, wie genau. Viel du Batterie hast, ja, genau. Wie viel du lädst. Also die Übersicht hier in der App, das ist ein Smart System, Revotion GmbH heißt das Unternehmen. Ist ein junges Startup-Unternehmen aus Düsseldorf. Und da habe ich jetzt das erste Mal das Elektro- bzw. die digitale Steuerungseinheit von denen verbaut und bin doch sehr zufrieden damit. Ja, mega. Spannend alles. Also ich finde, wenn man jetzt, ich stehe jetzt ja noch nicht so lange hier drin, aber ich finde, man fühlt sich direkt so ein bisschen heimisch irgendwie. Ne? Das war mir auch wichtig, dass das erreicht wird, ja. So, das ist sehr, sehr gemütlich durch die Farben, durch die Beleuchtung. Was ich krass finde einfach, ich glaube, hier ist mehr Arbeitsfläche, als ich in meiner Küche zu Hause habe. Ja, also. Das ist schon heftig. Also man könnte super entspannt kochen, auch wenn wir jetzt zu zweit unterwegs wären, könnte man zu zweit arbeiten, sogar klar. In der Küche. Das ist schon mega, mega cool.
Ja, und mir sind so ein paar Sachen direkt aufgefallen. Und das haben wir eben schon drüber gesprochen, als ich das erste Mal diese Türe aufgemacht habe. Ich finde, man merkt richtig krass, dass der Robert aus dem Metier Tischler kommt. Ja. Weil wie sich diese, also das fühlt sich an, als wäre es, weiß nicht, eine Tür zu Hause. Mhm. Ne? Also so vom Wohnzimmer oder sowas. Ist halt auch selber Beschlag, der an Zimmertüren verbaut wird. Ich glaube, dass das sogar ein Objektbeschlag ist. Also der ist besonders stabil, ja, also, und wertig. Aber ja, wenn ihr Fragen zum Van habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Jederzeit. Dann kann der Robert die ja auch direkt dort beantworten. Gerne. Oder natürlich auch direkt auf Instagram sich beim Robert melden. Verlinkung packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt so draußen ein bisschen gemütlich, setzen uns irgendwo hin. Und dann kannst du mal kurz erzählen, was ist jetzt mit Driftwood Company, was es damit auf sich hat. Ja. Ab geht's. Ja, herzlich willkommen am Stand von Driftwood Company. Wir machen hier heute Ausstellung im Bike Parkway. Nee, Quatsch. Ja, erzähl uns mal, wie bist du denn hier zu dem ganzen Thema gekommen? Hier steht nur auf der Rückseite Tischlermeister, Betriebswirt. Ja, ich habe mich in jungen Jahren dazu entschlossen, eine handwerkliche Ausbildung zu machen. Für mich war auch relativ schnell klar, dass ich früher oder später meinen eigenen Stream da machen möchte. So wie die meisten Tischler, ich sag mal, im konventionellen Möbel- und Innenausbau meine Ausbildung absolviert. Habe dann viele Jahre als Möbeltischler in mehreren Möbelbautischlereien gearbeitet. Ich will jetzt nicht sagen, dass mich das irgendwann mit der Zeit gelangweilt hat, aber mir war es halt schon wichtig, ich sag mal, die persönlichen Interessen und die berufliche Notwendigkeit in einen besseren Einklang zu bringen, weil man halt als Tischler doch viele, viele Stunden in der Werkstatt verbringt. Hab zunächst angefangen, Skier und Snowboards Kunden individuell zu bauen. Und natürlich musste ich mir auch noch irgendwie was außerhalb der Skisaison überlegen. Und was ist da naheliegender gewesen als Vanlifer, dann die Fahrzeuge selber zu bauen. Mhm. Und das ist hier das erste Fahrzeug. Das heißt, 2021, 3 Jahre bist du jetzt sozusagen dabei. Ja, knapp 3 Jahre bin ich selbstständig. Und bislang halt als werkstattloser Tischler, um da den Kostenapparat in der Gründungs- und ja auch ein Stück weit Findungsphase, weil man da die altbekannten Pfade verlassen hat, stand natürlich im Vordergrund, die Kosten möglichst gering zu halten. Jetzt bin ich aber so weit, dass ich zukünftig in meiner eigenen Werkstatt produzieren möchte. Und dafür ist es natürlich Grundvoraussetzung, dass das Fahrzeug jetzt hier den Besitzer wechselt. Und dann bin ich halt in der Lage, den nächsten großen Schritt zu gehen. Okay, und dann wird es dann auch so sein, dass du für Kunden dann Sachen ausbaust? Was ist da dein Plan? Oder baust du nur selber Fahrzeuge, willst du die dann verkaufen? Das wird eine Kombination aus mehreren Sachen sein. Also klar werde ich nach wie vor auch eigene Fahrzeuge ohne Kundenvorgabe bauen. Selbstverständlich baue ich auch Kundenfahrzeuge nach Kundenwunsch. Komplettausbauten jeglicher Couleur, ich sag mal von kostengünstig bis super hochwertig. Wir versuchen da die ganze Range abzubilden. Neben den Komplettausbauten bieten wir natürlich auch Teilausbauten an. Wie ist das, wenn ich jetzt mir jetzt ein leeres Auto hole und ich habe auch keine Ahnung von der Planung? Da unterstützt du dann auch oder? Wie meinst du das also jetzt, dass ich die Planung für das Projekt übernehme? Genau, dass ich halt, hier kommt die Küche hin, da die Dusche, so und so, Maße. Ja klar, wir bieten Bauteile an, also Bauteilkastensystem nach Absprache mit dem Kunden an. Wenn der Kunde jetzt sagt, er möchte das Fahrzeug von uns geplant haben, hat aber die Möglichkeit, die Planung woanders umzusetzen, dann machen wir das natürlich auch, klar. Ah, okay. Ja, so, ich frage, weil das wäre jetzt so ein Ding für mich. Ich habe gar keinen Plan von sowas. Ja. Und ich würde jetzt nicht sagen, ich bin handwerklich nicht begabt, aber ich habe so mit so Maßen und Zahlen und so, ich bin eher so der Kreative. Ja. Und ich will mir das nicht so antun, diese ganzen Planungen zu machen. Und deswegen wäre sowas zum Beispiel für mich halt
voll interessant, weil ich wir bieten halt auch neben der ausschließlichen Planung, wenn das eigentliche Projekt dann irgendwo anders hin ausgelagert ist, natürlich auch unterstützende Bausteine an. Mhm. Ne? Also du kannst halt auch als Selbstausbauer bei uns in die Werkstatt kommen. Mhm. Und je nachdem, wie dieses Auftragspaket dann geschnürt ist, haben wir dann unter Umständen die Planung für dich übernommen, haben dann Teile, die du jetzt als Nichtfachmann nicht in der Lage wärst, selber herzustellen, haben wir dann schon vorproduziert und unterstützen dich dann beim Einbau in das Fahrzeug oder du machst halt komplett in Eigenregie. Das ist halt so individuell und flexibel, dass man eigentlich nur sagen kann, geht nicht, gibt's nicht, wir finden für alles eine Lösung. Ja, ja. Und die können Leute jetzt schon zu dir kommen und Sachen praktisch in Auftrag geben oder ist das noch zu früh? Die Leute können gerne zu mir kommen, die können mich gerne ansprechen. Wie ich vor ein paar Minuten erzählt hatte, bin ich da jetzt quasi in der Wandlungsphase von werkstattlosen Tischler zu niedergelassenem Tischler. Die Werkstatt existiert so natürlich noch nicht, dass da produziert werden kann. Aber je nachdem, was das für Ausbauten sind, wenn es jetzt nur irgendwelche Teilausbauten sind, wie zum Beispiel der Schwerlastauszug, solche Sachen. Das machst du schon jetzt? Ja, also nicht scheuen, fragen, wir finden für alles eine Lösung. Cool, cool. Hast du sonst irgendwas zu erzählen zum Van? Liegt dir irgendwas noch auf dem Herzen? Nee, ich denke, dass wir soweit jetzt alles gesagt haben und wäre dafür, dass wir jetzt mal eine Runde Fahrrad fahren gehen, ja, oder? Ja, ich würde auch sagen, wir gehen es fertig machen, fahren eine Runde Fahrrad. Wenn ihr euch für den Van interessiert, der Link zu Mobile ist unten in der Beschreibung, dann könnt ihr euch den schnappen, ne? Aber ja, also wenn ihr einen Ski- oder Mountainbike-Van sucht und euch das Angebot interessiert, checkt das gerne mal ab. Wir machen uns jetzt ready und dann gehen wir noch ein paar Runden fahren, bevor es anfängt zu regnen. Ja, bis später. Bis später. Wir sind am Ende des Videos angekommen, sind noch eine kurze Runde Rad gefahren. Robert hat noch das Bike sauber gemacht. Wie ihr seht, Bike Wash ist immer mit dabei. Ist inkludiert. Inkludiert, also für besonders im Winter das Ding nicht matschig da reinzustellen, ist glaube ich eine schöne Sache. Ich kenne es selber mit matschigen Fahrrädern im Auto. Mhm. Aktuell gibt es das Ding noch auf Mobile für 158.000 Euro. Aber es gibt ein Wertgutachten jetzt demnächst, ne? Ja, der Termin für das Wertgutachten steht und da ist eigentlich von auszugehen, dass das Wertgutachten den aktuellen Verkaufspreis überschreitet. Deswegen, wenn ihr das Auto noch zu 158.000 Euro kaufen wollt, schlag zu. Ja. Wir bieten halt auch für jedermann, für jede Preisklasse an. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass wir nur solche hochpreisigen Fahrzeuge anbieten, sondern hatte ich ja vorhin eingangs des Videos gesagt, wir bieten Teilausbauten an. Man kann halt auch viel über, ich sag mal, die Materialauswahl auch noch am Preis drehen und steuern. Also bei Interesse gerne melden. Ich stehe mit Rat und Tat zur Stelle. Ja, wunderbar, Leute. Lasst gerne ein Abo da. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Van haltet. Wenn ihr Fragen zum Van habt, dann sowieso schon in die Kommentare. Und schaut auf jeden Fall beim Robert vorbei, da alle Links unten in der Beschreibung, auch von Instagram und so. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Robert, vielen Dank, Daniel. Sehr gerne. Und ich denke, den Robert werden wir noch öfter sehen. Wir haben uns ganz gut verstanden, denke ich. Und wir gehen bestimmt nochmal zusammen einfach so auf Fahrrad fahren. Ja. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Ciao.